Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 48. Es ist tief in der Nacht, Max ist erschöpft eingeschlafen, Caroline holt sich was zu essen, das hat sie auch verdient. Na, das sieht doch ganz gut aus, die Knoblauchnudeln, prima. Jetzt gucke ich mal, wer sonst noch alles hungrig ist. Oh. Die arme Luna braucht praktisch alles. Jetzt wird sie wohl gleich in die Windel machen. Das sei ihr vergönnt. Und dann muss die Jenny sie noch wickeln vor dem Schlafen. Eigentlich müssten alle mal ins Bett. Tyler isst gerade. Tabea. Am besten gehst du einfach mal ins Bett, gehst mit gutem Beispiel voran. Es ist nämlich mitten in der Nacht. Was braucht Tyler? Pinkeln und essen. Na, vor allem pinkeln. Und dann geh mal duschen. Und die Tabea muss auch pinkeln und duschen. Und die Caroline ist in einem prima Zustand. Hat sich schon frisch gemacht. Huch, der Tyler hat den weiten Weg zur anderen Kloabteilung auf sich genommen. So, und Max. Max ist auch fast ausgeschlafen. Lass ich den schon mal aufstehen. Die Jenny ist gerade okay und dann geht's ins Bett. Die soll dann einfach, ja, bis zur eventuellen Hochzeit dann ein kleines Schläfchen halten. So. Tag verschönern. Max, okay. So. Wir machen jetzt hier Nägel mit Köpfen. Okay, Alice gratuliert zur Freundin. So. Heiratsantrag machen. Gut. So. Ich hoffe, ich erwische den Screenshot diesmal. Sie ist noch im Morgenmantel. Na toll. Sie hat irgendeinen Ausschlag. Na schön. Ja, sie hat einen schlimmen Ausschlag. Da müssen wir ihr gleich eine Medizin besorgen. Okay. Gut, haben wir nicht so eine Medizin? Guck ich mal im Kühlschrank oder hat Max nicht so eine Medizin? Ja, Max hat Medizin. Die soll er mal der Caroline geben. So. Und die Caroline soll die mal nehmen. Medizin nehmen. So. Sehr gut. Oh, aber Max. So. Ah, sehr gut. Jetzt ist sie wieder gesund. Dann könnten wir mal in den Kass gehen. Nee, das nicht. Gehen wir mal zu einem Schrank. Outfits planen. So, das ist natürlich ihr Nachtgewand. Da ziehen wir ihr mal was. Oder was Praktischeres ziehen wir ihr an. Damit das nicht so nach Schlafanzug aussieht. Aber schwarz steht ihr ganz gut.
Weil die rennen ja oft einen halben Tag im Schlafanzug rum und dann muss man sie nicht zwangsläufig immer umziehen. Ah. Ja, die Hose ist nur wirklich, die ist zu schlimm. Aber die ist ganz in Ordnung. Gut, ich dachte aber mehr an die Abendkleidung. Da suchen wir dir ein hübsches Gewand aus. Okay, das würde dir schon stehen, so halbwegs. Jetzt machen wir hier mal nicht allzu lange. Das, ich glaube, das ist irgendwie zu wampartig. Das sieht aber gut aus. Na gut, ich gucke noch nach einem anderen und im Zweifelsfall nehmen wir das. Dieses hier könnte dir auch gut stehen. Ich würde sagen, wir nehmen das. Hat Max ein standesgemäßes Outfit? Hier Anzug. Das ist in Ordnung, finde ich. So, Caroline, wir stecken dich jetzt noch mal in deine Normalklamotte. Die ist fürs Erste in Ordnung. Irgendwann kümmern wir uns auch mal um die. Sehr gut. Das wäre soweit geklärt. Jetzt gucken wir mal, die Jenny. Die ist schon ziemlich gut ausgeschlafen. Okay. Jenny, du könntest mal aufwachen. Und da das jetzt alles so schnell gehen muss, würde ich sagen, wir nehmen diesen Kuchen hier und machen ihn zum Hochzeitskuchen. Entferne mal Kerzen entfernen. Ich hoffe, das lässt ihn nicht altern. Das wäre eine Katastrophe. Okay, und mach stattdessen eine Hochzeitsverzierung drauf. Okay, und jetzt steckst du das ins Inventar. Und nee, die Knoblauchnudeln nehmen wir nicht. Die Jenny muss dann bei der Hochzeit was kochen. Okay, wir beenden Jens Überraschungsbesuch. Und Max, du startest mal ein gesellschaftliches Ereignis. So. Die Hochzeit, jawohl. Okay, Brautpaar ist klar. Gäste. So. Sophia Bjergsen darf auch kommen. Wer ist nochmal dein Vater? Das ist der Marvin. Und dann gucken wir mal, ob wir, na, wenn wir die ganzen Eltern einladen, also die ganzen vier, die da ausgezogen sind, besser nicht, weil sonst sind die Kinder alleine und anscheinend kennt er die Kinder nicht. Ja. Ich meine, den Samuel könnte einladen, dann muss Yuki halt auf die Kinder aufpassen. Ich denke, das ist in Ordnung. Sind das jetzt hier alle? 1, 2, 3, 4, 5. Dann die beiden, 6, 7. Ja, das ungeborene Kind. Soweit ist in Ordnung. Okay, also, los geht. Jawohl. Wunderbar, Sie sind sogar richtig angezogen. Das Feuerwerk explodiert. Wir sind Max, also gehen wir doch da mal hin. Caroline Weißhaupt heiraten. Jawohl, vielleicht schaffen wir das ja mal, während das Feuerwerk läuft.
So, und ich sollte mich hier in Position bringen. So. Damit ich dann, wenn sie ankommen, was ich hoffe, dass sie tun. Ja, sehr schön. Okay, sehr schön. Wunderbar. Man könnte meinen, dass das jetzt überstürzt ist, aber die kennen sich ja schon super lange. Haben die ganze Schulzeit miteinander verbracht. Ja. Okay. Die romantische Musik und der Ringaustausch. So, prima. Das wäre wohl erledigt. Dann können wir mal den Kuchen auspacken. Jetzt ist er ganz sehr kokett. Ja, das darfst du auch sein, wenn du schon heiratest. So. Und jetzt Hochzeitstorte anschneiden. Caroline, du gehst mal dahin. Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann darf die auch mal gegessen werden, diese Torte. Ja. Und Jenny, füll du mal hier dieses Trinktablett auf und grill mal irgendein leckeres Hähnchenbrust ist gut. Sehr schön. Alina ist schon wieder schwanger. Sehr schön. Das wussten wir ja, dass sie schon wieder schwanger ist, aber man sieht es auch. Ah, und du, Max, ruf mal hier zum Essen. Zum Essen rufen. Okay. Jenny, schaffst du das? Ja, bestimmt, gell? Der Samuel sieht irgendwie geknickt aus. Ja, aber jetzt gibt's Kuchen. Die Alice ist auch da, das ist doch schön. Dann sehen wir sie bei der Gelegenheit gleich wieder. Mit ihrem etwas überstürzten Auszug. Ich hätte sie ja auch noch länger dagelassen, wenn das Haus nicht voll gewesen wäre. Ah, die Alina wird immer ordentlich dick, wenn sie schwanger ist. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass sie Zwillinge kriegt. So, jetzt kannst du dir mal was zu trinken nehmen. Und Jenny, nimm dir mal was zu trinken. Und Caroline, nimm dir was zu trinken. Und Max, du kannst dann deinem Vater fürs Kommen danken. Jetzt gucken wir uns den noch mal an. Ja, der hat die Gesichtszüge zum Teil von seinem Vater geerbt. Das ist eine gute Mischung von Jenny und dem Marvin. Und der sieht halt recht herb aus, dieser Marvin. Ein richtig kantiger Typ. Und darum ist auch der Max so kantig. Ja, Max, mach das mal. Trinken und fürs Kommen danken. Zack ist sehr hungrig. Okay, Jenny, hast du fertig gekocht? Du brauchst es jetzt nicht im Kühlschrank tun. Das finde ich zwar toll, dass du das mal von selbst in den Kühlschrank tust. So,
Zack, du darfst dir zuerst was zu essen holen. Und Luna ist auch hungrig. Und wenn die sich was geholt haben, dann wird zum Essen gerufen. Da dürfte schon Zack sein, ja. Und wo ist Luna? Nicht, dass die uns da in den Park verloren geht. Tabea, wo steckst du? Geh doch auch mal hier zu den anderen. Dahin. Hier hingehen. So. Max, du hast viel zu tun. Du musst jetzt mal. Na? Hat kaum getrunken, hat noch nicht gedankt. Und dann musst du natürlich die Caroline küssen. So. Okay, küssen. Ah ja, da ist auch Jens. Das ist sehr schön. So, Zack, hast du jetzt was zu essen? Aufs Töpfchen muss er auch. Du könntest einfach mal in die Windel machen. Noch einmal. Ein letztes Mal. Wo rennst du denn hin? Ah, auf die Bank. Ja, das ist eine gute Idee. So, sehr schön. Und benutz mal deine Windeln. Und wie geht es der Luna? Oh, die ist super dreckig. Hol dir erstmal was zu essen, genau. So. Und jetzt, Jenny, ruf mal zum Essen. Ja, es wurde noch nicht genug getrunken. Jenny, dann trink doch einfach noch mal einen. Du hast mehr Zeit als der Max. Okay. Oh, was für eine Kugel sie schiebt. Herrlich. Alina, es gibt hier Klos. Ich kann dich leider nicht steuern. Oh, jetzt sind sie alle traurig, dass das Essen schon weg ist. Ah, insgesamt dürfte es gereicht haben. Gut. Gucken. Ja, die sind nicht zu hungrig. Zack isst noch, ja, und dann benutzt er die Windel. Und ja, wie lange geht denn die Hochzeit noch? Noch 4 Stunden. Ich denke mal, die werden wir, sobald der Letzte ausgetrunken hat, werden wir die Hochzeit vorzeitig beenden. Damit die Kiddies heimkommen. Ja, aber es ist doch eigentlich ein ganz gelungenes Fest. Irgendwie ist mehr los als bei der letzten Hochzeit. Aber wie üblich, es bleibt zum Tanzen keine Zeit. So, Leute, trinkt, trinkt. Jawohl. Reicht's jetzt für Gold? Und jetzt kommt wieder Speisen essen. Na toll. Wir warten ab, bis die aufgegessen haben. Ja, und jetzt ist die Hochzeit Gold. Also, tschüss, Leute. Vorzeitig beenden. Okay. Jenny, mach du mal die Reisechefin. Ja, jetzt sind sie alle wieder zu Hause. Ich mache hier mal einen Cut. Es ist eh eine lange, lange Episode geworden und um die Bedürfnisse kümmere ich mich dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!